Der erste Arbeitstag im Gefängnis. Ganz sporadisch ein Tisch, zwei Stühle, zwei Betten. Ja, das ist kein schönes Gefühl, hier drin zu stehen. Ich möchte lieber auf der anderen Seite stehen. Die erste eigene Diagnose als Assistenzärztin. Das ist mein Fehler gewesen. Der erste Dienst bei der Polizeistreife mitten im sozialen Brennpunkt. Du? Ja. Du hast begeistert. Na. Hat mir statt. Das war jetzt mein erstes Bürgergespräch. Und das noch gleich mit einem Betrunkenen. Das ist ja lustig. Sowas wird wahrscheinlich auf mich alltäglich zukommen. Ne? Für drei Berufseinsteiger ist dies ihr erster Einsatz im neuen Job. Sie sind die Anfänger. Adelsheim, Baden-Württemberg. Ein Mann auf dem Weg ins Gefängnis. Mein Name ist Alexander Kern, bin 33 Jahre, bin verheiratet und ich werde jetzt Justizvollzugsbeamter, JVA Adelsheim. In Adelsheim sitzen ausschließlich Jugendliche. Für Alexander ein wichtiger Grund für seine Berufswahl. Ich will Justizvollzugsbeamter werden, weil mir der Umgang mit Jugendlichen sehr liegt und ich das schon durch ein Praktikum genossen habe in der JVA Adelsheim und mir das sehr, sehr Spaß gemacht hat. Dann darf ich Sie erstmal recht herzlich willkommen heißen, JVA Adelsheim, ab heute neues Berufsleben. Gut, dann würde ich vorschlagen, Sie folgen mir gerade, gehen wir hoch, Hauptgeschäftsstelle. Dort geben Sie dann nochmal Ihre Personalien ab. Das ist wichtig für unser Programm hier. Und dann geht's gleich weiter, okay? Alexander ist Quereinsteiger. Ich fange jetzt auch mit 33 Jahren eine neue Ausbildung an und damit habe ich gar kein Problem. Mich nochmal hinzusetzen, die Schulbank zu drücken, zu lernen, alles von vorne anfangen, das hatte ich durch meinen alten Beruf auch schon genossen, als ich zu einer anderen Stelle versetzt wurde bei der Bundeswehr. Und ja, deswegen habe ich damit kein Problem. In einem Gefängnis gelten strenge Regeln, auch für das Personal. Das macht Ausbildungsleiter Matthias Mann den Berufsanfängern gleich klar. Da sind wir schon beim ersten Punkt, und zwar Verhalten innerhalb der Mauer, innerhalb der in der JVA. Das gilt ab jetzt sofort für die Zukunft. Und zwar, wenn Sie irgendwelche private Dinge besprechen wollen, wenn irgendwas Familie, Freizeit und so weiter mit einem anderen Kollegen besprechen wollen, dann schauen Sie bitte, dass Sie alleine sind, dass Sie im Büro sind, dass die Türe geschlossen ist, dass da niemand nebendran steht, ein anderer Insasse nebendran steht und so weiter. Das sind nämlich Informationen, die braucht der Insasse einfach nicht zu wissen. Denn sie könnten zur Gefahr für den Beamten und seine Familie werden. Die Arbeit hinter Gittern ist komplizierter, als man denkt. Unser Beruf besteht nicht nur daraus, dass wir auf den Stockwerk Dienst tun, sondern noch vieles, vieles andere noch durchführen müssen. Wir haben eine Kammer, wir haben ein Fahrzeug, wir müssen raus zu Gericht fahren, wir müssen zum Arzt fahren, wie man den Besuch abhandelt, kommt damit dazu. Fast scheint es, als ob Ausbilder Mann alle Infos der zweijährigen Ausbildung in einen Tag packen will. Aber dann hat er doch ein Einsehen. Dann machen wir mal eine kurze Zigarettenpause, um sagen zu lassen, und dann geht's weiter. Einverstanden? Es ist echt viel, was hier am ersten Tag auf einen zukommt, aber irgendwann wird es zur Routine und dann wird es schon gehen. 8 Uhr morgens, Dienstbeginn im St. Remigius Krankenhaus in Leverkusen-Opladen. Alexandra Stein ist die Neue. Und sie muss sich beeilen, um nicht gleich durch Unpünktlichkeit aufzufallen. Geh schon mal runter. Ah ja, shit, ich komme ein bisschen zu spät. Okay. Nach 12 Semestern Studium hat sie endlich ihre erste Stelle als Assistenzärztin. Also ich könnte mir nichts anderes vorstellen. Also von daher ist es schon mein Traumberuf. Alexandra arbeitet auf der Station für Innere Medizin, kurz der Inneren. Als Anfängerin betreut sie erstmal nur 10 Patienten. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Morgen, Frau Liesenfeld. Mein Name ist Stein. Ich bin Ihre behandelnde Stationsärztin. Ich würde ganz gerne auf Ihre Lunge einmal horchen. Können Sie sich auf die Bettkante setzen? Geht das? Oder aufsetzen? Ja, geht. Ja.
Ihre erste Patientin an diesem Tag ist über 80 Jahre alt und damit längst nicht die älteste auf der Station. Die Patienten in der inneren Medizin werden immer älter. Also ich denke, wenn das Durchschnittsalter ist, bestimmt über 70. Natürlich, wenn Patienten sehr dement sind und man sich gar nicht mehr mit denen richtig unterhalten kann, ist natürlich nicht so schön, aber macht schon Spaß. Besonders, wenn es gute Nachrichten gibt. Wir können ganz normal weiteratmen. Ich habe jetzt auf der Lunge nichts gehört. Nichts Auffälliges. Vor ihrem Studium hat die 31-Jährige eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Der Umgang mit kranken Menschen ist eigentlich nichts Neues für sie. Aber als Ärztin ist eben doch alles anders. Und die Angst, einen Fehler zu machen, ist groß. Das Schwierigste für mich ist eigentlich, dass man jetzt die Verantwortung hat und dass man immer überlegen muss, hat man nichts übersehen? Hat man auf alles geachtet? Das ist das Schwierige, dass man nicht mehr jemanden hinter sich stehen hat, dass man für das, was man tut, selber gerade stehen muss. Denn jetzt trägt sie die Verantwortung für Diagnose und Therapie ihrer Patienten. Guten Morgen, Herr Hoffmann. Ich wollte gerade zur Visite kommen. Jetzt gehen Sie aber zu einer Untersuchung. Wie geht es Ihnen denn heute früh? Ich bin zu früh. Bei Ihnen steht noch die eine Untersuchung aus. Das Langzeitelektrokardiogramm. Das ist eine Untersuchung, die läuft über 24 Stunden. Ja, das weiß ich. Aber das ist einfach nicht notwendig. Naja, wir klären ja alle Ursachen, warum Sie gestürzt sind und bewusstlos geworden sind. Herr Hoffmann, wenn das auch in Ordnung ist, kann es dann nach Hause gehen. Aber das zeigt sich, wenn ich die Ergebnisse von dieser Untersuchung habe. Ich denke aber, das sieht gut aus. Einverstanden. Gut, danke. Bis später, Herr Hoffmann. Okay, bis später. Der 94-jährige Patient kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen. Doch Alexandra möchte sicher gehen, dass ihm nichts fehlt. Morgen, ich habe gerade Ihren Mann auf dem Flur gesehen. Ja. Er geht noch zu einer Untersuchung. Sieht gut aus. Ja, gut, danke schön. Der Chefarzt sagt, das prima zu können. Danke für Ihre Freundlichkeit. Danke schön. Dafür. Danke. Tschüss, Frau. Eine sehr freundliche, hübsche, zu kommende Person. Die Augen braucht man nur in die Augen gucken, dann sieht man schon, mit wem man zu tun hat. So sage ich es Ihnen. Dankeschön. Ja, nein, das stimmt so, Frau Doktor. Wenn dieser strahlende Blick, das beruhigt einen schon. Also alles in guten Händen. Dankeschön nochmal für Ihre Freundlichkeit. Guten Tag. Solche Komplimente tun gut, insbesondere einer Berufsanfängerin. Der erste Tag bei der Schutzpolizei für Kommissaranwärter Nico Karatanassis. Auf dem Kommissariat Lahe in Hannover lernt er seinen neuen Vorgesetzten kennen. Hallo. Hi, leg die Tasche mal ab. Ich bin Nico. Hallo, ich bin Janine. Freut mich. Ja. Komm mal rum. Hallo zusammen. Genau. Das ist der Nachtigall, der macht heute Innendienst. Nico. Herzlich willkommen. Genau. Dankeschön. Und das ist dann mein Dienstabteilungsleiter Holger Nopprom. Hallo, Nico. Hallo, guten Tag. Oberkommissarin Janine Hirsemann zeigt Nico, wo er sich streifenbereit machen kann. So, hier ist eine Umkleide, Kabine. Und hier ist dein Schrank. Schlüssel hast du, glaube ich, schon in der Tasche. Habe ich schon, genau. Dann lass ich dich erstmal alleine, kannst du erstmal deine Tasche auspacken. Okay. Und dann kommst du einfach wieder runter, wenn du dich umgezogen hast. Alles klar. Okay, bis gleich. Dankeschön. Nach 12 Monaten Theorie beginnt heute Nikos erste Praxisphase. Einen guten Polizisten macht eigentlich aus, dass er in erster Linie den Beruf liebt oder auf jeden Fall mag. Dass er dahinter steht, was er macht. Nicht, dass er zum Beispiel im Dienst jetzt irgendwelche Sachen einhält, die er in der Freizeit dann gar nicht einhält. Und ja, ganz sicher auch die Erfahrung. Also mit Erfahrung wird man, oder mit der Zeit wird man natürlich auch besser. In einem Beruf, in dem ein einziger Fehler tödlich sein kann, müssen Anfänger wie Nico besonders aufpassen. Da wird eine schusssichere Schutzweste zum ganz normalen Kleidungsstück. Klar, man hat sich damit schon mal befasst, dass irgendwas passieren kann. Und warum man auch diese Weste trägt, jeder muss sich damit im Klaren sein, dass der Beruf, den wir gewählt haben, dass da was passieren kann. Und deswegen tragen wir auch die Weste. Mehr als 1600 Polizisten wurden allein im letzten Jahr im Dienst verletzt. Nikos Eltern waren dagegen, dass ihr Sohn einen so gefährlichen Beruf ausübt. Ja, meine Mutter hat sich besonders Sorgen gemacht, klar. Der jüngste Sohn, der geht zur Polizei. Es war für sie halt erstmal eine Überraschung, eine große Überraschung. Und die hat sich natürlich auch Sorgen gemacht, ist auch verständlich. Also wenn sich die Eltern keine Sorgen machen, dann wer sonst? Ne? Das gehört dazu. Aber im Endeffekt
ist das meine Entscheidung und genau. Nach 3 Jahren Studium verdient Nico anfangs ca. 1.900 Euro brutto. Wegen des Geldes hat er sich den Job aber nicht ausgesucht. Also eine Uniform zu tragen, damit verbinde ich schon, dass es eine große Verantwortung hat. Für manche ist es auch eine Last vielleicht. Eine Macht, das würde ich eher nicht sagen. Also die eine Macht ausspielen mit der Uniform, ich glaube, die sind dann hier fehl am Platz bei der Polizei. Das gilt erst recht für den Umgang mit der Dienstpistole. Polizeistudent Nico musste mehrere Tests absolvieren, bis er zum ersten Mal eine Waffe bekam. Geladen wird sie in einer geschützten Ecke, falls sich versehentlich ein Schuss löst. Oh, die ist nicht für große Leute. Das ist auch die Ecke in der letzten Ecke. Dann kannst du jetzt erstmal deine Patronen aufmunitionieren und hier dann deine Waffe durchladen, damit wir uns streifenbereit machen. Alles wirkt ein bisschen improvisiert, aber für Nico ist es trotzdem etwas Besonderes. Ja, für mich ist es auch eine ungewohnte Sache, eine Waffe zu tragen, weil ich war vorher nicht in der Bundeswehr. Und für mich war es das erste Mal bei der Polizei. Und ja, für mich ist es einfach, also ich betrachte es so wie einfach ein Einsatzmittel. Also ich fühle mich jetzt nicht besser oder schlechter, dadurch, dass ich eine Waffe habe. Es gehört einfach nur zum Polizeialltag dazu. Für den Fall der Fälle, aber wir hoffen natürlich alle und ich auch, dass das niemals der Fall sein wird, dass ich ziehen muss. Jetzt überprüfe ich, ob eine Patrone im Lauf ist, weil ich die Waffe gerade zum ersten Mal bekommen habe. Okay, dann kann es dann losgehen. Zum ersten Streifengang. Die Auszubildenden in der JVA tragen zwar keine Waffen, aber auch eine große Verantwortung. Was wir hier sehen, sind hier die Schlüsselkästen. Die sind alle nummeriert. Und hier wird dementsprechend der Schlüssel, wenn ich also morgens zum Dienst komme, mache ich hier meinen Schlüsselkasten auf, hole meinen Schlüssel raus, mache ihn hier an dieser Sicherheitsleine dran, die jeder von Ihnen auch bekommt. Und steckt ihn dementsprechend ein. Heute bekommen die neuen Vollzugsbeamten den Schlüssel zu einer ganz neuen Welt. Eng, mit harten Regeln. Das ist hier jetzt so eine Zweimannzelle. In der Zugangsabteilung ist ganz einfach gehalten. Sie sehen schon hier die Toilette, die ist da hinten dran. Ist abgetrennt mit einer Schamwand hier, wenn er also dementsprechend seine Notdurft verrichten muss. Ansonsten ist hier ganz sporadisch ein Tisch, 2 Stühle, 2 Betten. Dann haben Sie noch Möglichkeiten, einmal im Schrank hier beziehungsweise hinten im Beistellschrank dementsprechend hier Ihre Sachen unterzubringen. Zu zweit auf 8 Quadratmetern. Diese Bedingungen machen Alexander betroffen. Ja, das ist kein schönes Gefühl, hier drin zu stehen. Ich möchte lieber auf der anderen Seite stehen. Ausbildungsleiter Mann weiß, dass alle Neuen geschockt sind, wenn sie die Zellen sehen. Und er weiß auch, dass viele ihren Job falsch verstehen. Das ist auch nicht unsere Aufgabe, dementsprechend darauf zu reagieren, was er für eine Straftat begangen hat, sondern wir haben einen ganz, ganz anderen Auftrag hier, eben die sichere Unterbringung, die Regelmäßigkeit, Arbeiten, Schule, Essen, Freizeit etc. Alles andere ist nicht unsere Aufgabe und nicht unseren Auftrag. Wenn ich damit aber ein Problem habe, dass der Insasse, der ja was angestellt hat, deswegen ist er auch hier, wenn ich damit ein Problem habe, dann muss ich so ehrlich zu mir selbst sein und sagen, nee, da habe ich ein Problem, ich gebe meinen Schlüssel ab, ich mache einen anderen Job. Hat Quereinsteiger Alexander die richtige Wahl getroffen? Ich hoffe für mich, dass es diesmal der Traumberuf ist, weil ich den Jugendlichen auch einen Schritt weiter helfen will. Also sich, wie gesagt, vorzubereiten auf das Leben nach dem Gefängnis, sie zu unterstützen in jeder Hinsicht, ob es jetzt mit Sportsachen sind, ob mit einfachem Reden oder so, einfach auf einen besseren Weg bringen. Aber in der Realität darf er dabei nicht nur auf Dankbarkeit hoffen. Und zwar bei der täglichen Sicherheitskontrolle, es gibt die Standardkontrolle und die Intensivkontrolle, haben wir schon Folgendes gefunden. Selbstgebaute Waffen. Immer wieder kommt es dadurch im Gefängnis zu Verletzungen. Was ganz was Einfaches ist hier so eine Waffe. Nochmal abgetaped, beziehungsweise hier angeschliffen in irgendeinem Betrieb. Das tut ganz tolle Aua machen, mit Sicherheit. Das ist aus einem Messer, das was mir ausgeben, das Besteck, ist das rausgeschliffen. Ne?
Der Einfallsreichtum erschreckt den idealistischen Berufsanfänger Alexander. Eine Zwille aus Zahnbürsten und Tesafilm gebaut. Diese Gummiteile eben aus irgendeinem Betrieb, schlägt keinen Metalldetektor an. Wenn Sie da einen Stein oder irgendwas ans Hirn geschleudert kriegen, ist es auch sehr unangenehm. Er ist durchaus gefährlich. Ich finde ihn schon als gefährlichen Beruf, würde ich schon bezeichnen. Ja. Wie kreativ die sein können an Werkzeug, was sie sich basteln können. Durchaus muss man da mit dem Schlimmsten rechnen. Dran denken, ich darf es nicht vergessen, wo ich hier meinen Dienst tue. Das heißt also, was sage ich hier, was gebe ich von mir preis und was tue ich hier überhaupt? Ja. Hannover Saalkamp. Polizeistudent Nikos, erster Einsatz bei der Polizeistreife. Aber zur Polizei wolltest du schon, bevor du wieder nach Griechenland gegangen bist? Da war ich noch 15. Da habe ich mir auch schon damals vorgestellt. Aber so der eigentliche Wunsch, der kam so kurz vorm Abi. Ja. Abi-Klausur, weiß ich noch. Da war ich plötzlich fertig. Was ging alles Schlag auf Schlag. Ich musste auch nicht mal zur Bundeswehr, weil ich befreit war, weil ich zwei ältere Brüder habe. Und da war halt die Frage, was mache ich? Gehe ich zur Polizei oder fange ich an, irgendwas mit Sport zu studieren? Weil ich das auch gerne machen wollte. Da habe ich mich erstmal für Sport entschieden. Aber irgendwie war der Wunsch immer da. Jetzt ist er wahr geworden und Janine macht ihm klar, was das bedeutet. Wenn du jetzt natürlich irgendwas siehst, irgendeine Feststellung, wo du meinst, da müssten wir jetzt anhalten, sagst du Bescheid, ich sehe auch nicht immer alles. Aber auch wenn wir jetzt nur mal ein bisschen gucken, was hier so los ist, wenn, weiß ich, jemand gestürzt ist oder so, ist natürlich klar. Wir sind jetzt Polizei, wir sind jetzt nicht zu erkennen als Ausbildungsstreife und der Bürger weiß nicht, wer von uns beiden länger dabei ist oder wer das Sagen hat oder so. Viele erkennen auch die Schulterklappen einfach gar nicht. Musst du dich jetzt dran gewöhnen, dass du hier als Polizist einfach erkannt wirst. Ja. So. Der buchstäbliche Sprung ins kalte Wasser. Den hat auch Alexandra im St. Remigius Krankenhaus in Opladen hinter sich. Ärztin ist ihr Traumberuf. Und Chefarzt Dr. Spielmanns ist froh, dass sie sich an seinem Krankenhaus beworben hat. Der Job ist doch sehr aufwendig, langes Studium und die Verdienstmöglichkeiten sind nicht riesig. Und dann natürlich die Dienste, Wochenende, Nacht und so weiter. Das ist nicht mehr so attraktiv, wie das vielleicht früher mal war. Bei 3.500 Euro brutto liegt das Durchschnittsgehalt von Assistenzärzten. Und sie tragen bereits eine Menge Verantwortung, auch wenn der Chef am Anfang noch genau kontrolliert. Auskultatorisch konnte ich jetzt keine Rasselgeräusche mehr. Darf ich schon mal eine Stethoskop? Ja. Mal gerade die Lunge abhören, ja? So, und jetzt haben wir sie mal gerade ein bisschen aufrecht. Alexandra hatte bei der Patientin keine verdächtigen Lungengeräusche festgestellt. Doch sie wird unsicher. Hat sie etwas überhört? Hören Sie mal, was jetzt unten? Wo könnte sich eine Pneumonie anhören? Mal tief ein- und ausatmen. Oh ja. Habe ich vorher nicht weit genug nach unten gehört. Mhm. Ja, kannst du mal sagen. Mhm. Ja. Da halt das Atemgeräusch, das knistert so. Und das ist eben immer super wichtig, dass man auch einen klinischen Eindruck von Patienten bekommt. Und wenn Patienten so bettlägerig ist, die kriegen gerne Lungenentzündungen. Und dann muss man halt mal Hand anlegen. Trotz aller Technik, die man so in so einem Haus hat, was wir alles machen können, ist das Wichtigste immer noch, was wir so mit uns führen. Ne? Auge, Hände und Hören. Ja. Und das ist auch wichtig, das den jungen Ärzten zu vermitteln. Ja, schneller CT angemeldet natürlich, aber es ist wichtig, dass wir die Patienten auch wirklich untersuchen. Hätte ich weiter tiefer hören müssen, auskultieren. Alexandra hat einen Fehler gemacht. Einen Fehler, der bei einem Akutfall etwa in der Notaufnahme gravierende Folgen haben könnte. Ihr fehlt noch eine Menge Erfahrung. Frau Stein ist ja jetzt Anfängerin, das heißt, wir setzen sie dann erstmal auf den Positionen ein, damit dass sie sich erstmal setteln kann und erstmal merkt, wie so ein Klinikablauf in der Routine abläuft. Natürlich haben wir hier innerhalb der Kliniken auch genau das, was Sie gerade ansprechen, Notaufnahme, Intensivstation und so weiter. Da geht es schon ganz anders ab, aber das ist dann nichts für einen Berufsanfänger. Ja? Und da kommt sie schon noch hin bei Zeiten. Früh genug, wahrscheinlich früher, als ihr lieb ist. Denn dort werden Fehler eben oft nicht verziehen. Deshalb ist die junge Ärztin auch froh, erstmal Routineaufgaben auf ihrer Station zu übernehmen. Die sind oft schon schwierig genug.
Ist das in Ordnung, wenn ich Sie unterbreche beim Essen? Ja, sicher. Ich habe nur noch hier. Ja? Ach, schön. Blut abnehmen ist eigentlich Routine, aber nicht für Berufsanfängerin Alexandra. Gerade manche ältere Patienten haben halt schlechte Venen und dann ist halt immer ärgerlich, wenn man dann nochmal stechen muss, weil das ja auch schmerzhaft ist. Der 94-Jährige steht kurz vor seiner Entlassung. Es fehlt nur noch ein EKG und eine abschließende Blutuntersuchung. Alexandra hat allerdings Schwierigkeiten, eine geeignete Vene zu finden. Genau daneben gestochen. Das ist mir natürlich jetzt unangenehm. Ups. Unangenehm für sie und erst recht für den Patienten. Alexandra muss am anderen Arm noch einmal neu ansetzen. Nee, er hat eigentlich auch gute Venen. Jetzt hat's geklappt. Ich denke, dass das Studium noch praxisorientierter sein könnte. Im Großen und Ganzen. Aber von der Theorie und auch das Praktische, ja, man wird schon vorbereitet, aber ja, es könnte noch besser sein, denke ich mal. Praxisnah ist die Ausbildung in der JVA auf alle Fälle. Schon am ersten Tag händigt der Sicherheitsbeauftragte Bernd Schreck Alexander sein wichtigstes Arbeitsmittel aus. Also, jetzt kommt der große Moment, wo du deinen Schlüssel bekommst. Ich habe den schon vorbereitet. Wir gehen jetzt mal zusammen durch, dass die Nummern von der Schlüssel auch übereinstimmen. Ja. Nicht, dass das dann später zu Verwechslungen kommt. Als Obersekretär im Justizvollzugsdienst wird Alexander später ca. 2.200 Euro brutto verdienen. In einem Job, in dem er ständig aufpassen muss. Also dann gebe ich dir jetzt mal den Schlüssel für Schließfach. Einmal. Und dann übergebe ich dir jetzt deinen Schlüssel. So. Die Sache ist jetzt noch, dass du den Schlüssel immer am Mann tragen musst. Und dazu bekommst du noch einen Tragriemen, den du an deinem Gürtel befestigen kannst. Mhm. Und dann den Schlüssel sichern kannst, dass er dir nicht verloren geht. Du darfst darauf achten, dass der Schlüssel nicht in die Hände von Insassen kommt. Und dadurch ist es natürlich alles gesichert. Er muss am Mann getragen werden, er darf nicht offen getragen werden. Das heißt, du hast den Schlüssel, musst du immer in der Tasche tragen, sodass die Insassen nicht sehen können. Ja. Wir haben hier Insassen, die haben ein fotografisches Gedächtnis. Und das wäre schlecht, wenn die so einen Schlüssel nachbauen würde. Große Verantwortung für Alexander. Aber die belaste ihn nicht, sagt er. Jetzt kann ich wenigstens überall hin, kann alles machen. Kann sogar aufs Klo gehen, ohne Schlüssel, mit dem Schlüssel. Konnte ich vorher nicht. Nee, das ist schon ein anderes Gefühl jetzt mit Schlüssel. Schlüssel alleine machen allerdings noch keinen Justizvollzugsbeamten. Auch die Uniform darf natürlich nicht fehlen. Probierst du mal die Uniform? Die passt, ne? Ja. Schlüssel hast du schon. Für den Herrn Kern ist es ab jetzt, in dem Moment, wo er die Uniform trägt, doch etwas leichter auf dem Stockwerk seinen Dienst zu tun, weil er eben von der Erscheinung her mit der Uniform gleich erkannt wird und zugeordnet werden kann von den Insassen, aber auch von den Kollegen. Hallo. Hallo. Herr Kern ist weg, da sind Sie gerade unten, neue Uniform, müsst passen. Und dann würde ich sagen, übernimmst du den Herrn Kern. Ja, ich bin dann gerade hier mit Übergang, wenn das sein sollte. Der Sicherheitsbeauftragte wird Alexander für den Rest des Tages betreuen. Ja. Hallo. Hallo, fertig, ja? Ja, ich bin fertig. Gut. Ja, sieht besser aus, fühle mich auch viel besser. Vor allem, wenn ich schon die erste Zelle vielleicht aufschließe. Du gehörst jetzt zu uns, du hast jetzt deine Uniform, du hast deinen Schlüssel, du bist jetzt vollwertig. Alexander steht gleich der erste Kontakt mit den Insassen bevor. Ein mulmiges Gefühl. Ja, ich bin ein bisschen nervös. Ist schon was anderes, aber ich denke mal, das regt sich schnell ein. Das ist, ich denke mal, 2 Wochen oder so. Das ist alles normal, Tagesablauf, normal drin. Aber noch ist eben alles neu. Es ist ganz wichtig, dass du deine Insassen, das, was du denen versprichst oder was du denen sagst, dass du das auch einhalten tust.
Also wenn du sagst, du kümmerst dich um irgendwas, dann musst du das auch machen und musst ihm dann auch sagen, wie es ausgegangen ist, ob das positiv oder negativ ist. Ja? Also es ist immer ganz schlecht, wenn dann der Insasse da steht und nicht weiß, wo er jetzt dran ist. Und ich denke, mit Ehrlichkeit und dass man jedem gleich gegenübertritt, kommt man am allermeisten. Alexander hat zwar Uniform und Schlüssel bekommen, den Respekt allerdings muss er sich noch verdienen. Er ist ja neu und also da hat man keinen Respekt. Also da schaut man ja erstmal, wie er ist, was er macht, wie er drauf ist, ob er nett oder streng ist. Man testet ihn halt, wie weit man gehen kann auch. Man kann nie wissen, was passiert da drin. Also das ist von Tag zu Tag unterschiedlich. Der eine Häftling kann ja an einem Tag mal so drauf sein, am nächsten Tag kann er wieder ganz anders drauf sein. Also jeden Tag, wenn man eine Tür aufschließt, oder muss man mit dem, sagen wir, kann man mit dem Schlimmsten rechnen, aber mit der Zeit denke ich mal, dass man die gut kennenlernt. Der 33-Jährige darf keine Schwäche zeigen. Und auch bei alltäglichen Aufgaben wie dem Gang in die Wäscherei muss er ständig wachsam sein. Moin. Haben Sie gut? Meinst du, passt? Ja, ich denke schon. Also. Den Schnitt anprobieren? Nein. Okay, alles klar. Passt schon. Gut. Hannover. Polizeistudent Nico und seine Streifenführerin Janine sind an einem sozialen Brennpunkt im Stadtteil Saalkamp angekommen. Von hier aus geht die Streife zu Fuß weiter. Das ist eigentlich der Brennpunkt, den wir hier haben im Kommissariat Lahr. Hier vorne zum Beispiel übliche Trinkerszene, die hier tagsüber sitzen und Alkohol konsumieren. Da haben wir hin und wieder natürlich mit Drogen zu tun in diesem Bereich. Wenn wir darüber gehen. Ladendiebstähle in den Supermärkten, die hier sind, in dem Kleidungsgeschäft. Familienstreitigkeiten untereinander zwischen den Leuten. Das ist so eigentlich der Hauptteil, den man hier hat. Bei diesem Streifengang geht es weniger darum, Vorfälle zu schlichten oder Verdächtige festzunehmen. In Vierteln mit hoher Kriminalitätsrate sollen die Polizisten vor allem Präsenz zeigen und abschrecken. Nico fühlt sich in seiner Uniform allerdings wie auf dem Präsentierteller. Ich bin praktisch jetzt das erste Mal in Uniform auf der Straße. Ne? Und man merkt schon ständig, dass die ganzen Leute gucken. Also ob es Kinder sind oder Erwachsene, Jugendliche, also man wird schon angestarrt. Ne? Das muss schon ein Bewusstsein, das sieht man auch. Wie hier zum Beispiel gerade. Hallo. Und ja, muss man sich dran gewöhnen, glaube ich. Aber der Deutsch-Grieche hofft, dass er das, was ihm an Selbstbewusstsein und Routine fehlt, vielleicht mit anderen Eigenschaften wettmachen kann. Wenn man jetzt Migrationshintergrund hat, dass das schon von Vorteil sein kann, dass man jetzt die Kultur, die andere zum Beispiel besser versteht oder auch die Bräuche nachvollziehen kann. Ich glaube, das ist da schon von Vorteil. Ich denke auch gerade werde ich in Zukunft keine Probleme mehr haben mit Griechen, die mich nicht verstehen. Habe ich dann den Nico dabei, Der kann dann gleich übersetzen und erleichtert auf jeden Fall vieles. Mit Polizisten freundlich zu reden gehört ihr allerdings nicht unbedingt zum Alltag. Nico merkt schnell, wie leicht Begegnungen eskalieren können. Wo wollen Sie jetzt hin? Nach Hause? Nee, sondern? Ich gehe auf Straße und drin. Alles klar, dann schönen Tag noch. Nee, ich gehe jetzt nach Hause. Alles klar, gut. Viel Spaß. Viel Spaß. Aber du so unbedingt freundlich. Jetzt gibt es auch richtig Informationen. Tschüss, okay? Tschüss. Warum? Tschüss. Weil wir jetzt die Leute dabei. Wir gehen jetzt weiter, okay? Einen schönen Tag wünsche ich noch. Wer sagt denn das? Ich. Du? Ja. Du hast begeistert. Na. Das hat mir Stadt. Nicht da hingucken, wo der Verkehr ist, da rein. Kann ich eh noch nicht machen. So, wir gehen noch weiter. Genau. Nee, gib mir die Lade so rein. Noch einen schönen Tag. Na ja. So, komm. Ja, sie will es doch. Das war jetzt mein erstes Bürgergespräch. Und das noch gleich mit einem Betrunkenen. Der hat ja schon von 2 Metern entfernt gerochen. Ziemlich stark nach Alkohol. Und aber im Endeffekt hat er nichts gemacht. Er ist vorbeigekommen, hat uns gesehen, uns angesprochen. Ja, schönen Tag gewünscht und sind weitergegangen. Ne?
Ja, das ist ja lustig. Sowas wird wahrscheinlich auf mich alltäglich zukommen, ne? Ich genau. Achte. Du wirst halt erkannt als Polizei und angesprochen. Genau. Ob du das willst oder nicht, das gehört halt zum Beruf dazu. Und Nico muss lernen, damit umzugehen, auch wenn es schwerfällt. Mit schrägen Blicken muss auch Alexander in der JVA rechnen. Eine Uniform ist für den früheren Oberbootsmann dagegen nichts Neues. Wie siehst du jetzt, Lara, die Umstellung von der Bundeswehr zum Vollzug jetzt?